Kollegin, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu unserem regelmäßigen Corona-Update-Pressekonferenz. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Bundesgesundheitsminister, Professor Dr. Karl Lauterbach zu meiner Rechten. Herzlich willkommen. Daneben hat Platz genommen Professor Dr. Lothar Wieler, den Präsident des Robert-Koch-Institutes. Und Ihnen herzliches Willkommen. Und ganz außen Dr. Susanne Jona, sie ist die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie uns live oder per Stream sehen, wie immer die kleine Vorbemerkung, die Bundespressekonferenz ist keine Institution der Bundesregierung, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten. Wir organisieren Pressekonferenzen, damit unsere Mitgliedschaft objektiv und fundiert über die politischen Vorgänge in Berlin berichten kann. Das zur Vorbemerkung. Jetzt, Herr Leiter, haben Sie das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Richard Divani, auch vielen Dank für die Möglichkeit, hier vortragen zu dürfen. Es ist leider keine gute Situation, mit der wir zurzeit konfrontiert sind. Die Pandemie ist bei weitem nicht vorbei. Also von einem Freedom Day kann keine Rede sein, ganz im Gegenteil. Wir haben im Moment um die 300.000 Neuinfektionen pro Tag. Die Dunkelziffer ist nicht bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen mehr als doppelt so hoch ist. Wir beklagen um die 300 Tote pro Tag und zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auch keinen klaren Hinweis. Wir vermuten, dass sich diese Situation kurzfristig ändert. Es könnte sogar sein, dass die Inzidenz sich noch etwas stabilisiert, aber die Zahl der Toten steigen wird in den nächsten Wochen. Das ist zumindest nicht auszuschließen, somit eine Situation, die ausgesprochen unbefriedigend ist. Das spiegelt sich auch in den Krankenhäusern wieder. Da bin ich sehr dankbar, dass auch Kollegin Jona heute dabei ist und uns berichten kann. Die Belegschaften sind zum Teil stark infiziert. In Krankenhäusern wird berichtet, dass wieder zweite infiziert wird, Notbetrieb wird gemacht, OPs werden verschoben. Alles in allem, also ist das eine Situation, wo wir unmittelbar und schnell reagieren müssen. Und das ist auch das, was ich also heute vortragen möchte. Wir sind in eine Situation gekommen, wo wir nicht einfach abwarten können, wann geht das vorbei. Also diese Haltung, wir warten ab, bis das Wetter besser wird und dann geht das irgendwann vorbei. Das reicht nicht, sondern wir müssen in diesen letzten Wochen, bevor tatsächlich durch besseres Wetter die Inzidenzen auch wahrscheinlich sinken werden, müssen wir noch einmal aktiv werden, müssen wir noch einmal etwas tun. Wir können es nicht so lassen, wie es derzeit ist. Und ich habe dazu also drei Punkte vorzutragen, die bedeutsam sind. Zum einen, wir müssen unbedingt die Hotspot-Regelung, die mit dem neuen Infektionsschutzgesetz gekommen ist, müssen wir auch nutzen. Diese Regelung muss jetzt genutzt werden. Das Infektionsschutzgesetz hat ja nicht jedem gefallen und ich kann auch verstehen, wenn es da Vorwürfe von den Ländern gegen den Bund gab und der Bund wiederum also da zum Teil angeklagt hat, dass die Länder in der Vergangenheit nicht alles einheitlich gemacht haben. Aber die Vorwürfe, diese gegenseitigen Vorwürfe, bringen uns im Moment überhaupt nicht weiter. Sondern wir müssen mit der Situation klarkommen und zusammenarbeiten, Bund und Länder gemeinsam. Und da ist das Infektionsschutzgesetz eine gute Grundlage. Ich will nur noch mal einen Satz erläutern. Wieso haben wir eigentlich bei so hoher Inzidenz keine bundeseinheitliche Regelung? Wieso haben wir zum Beispiel keine bundeseinheitliche Maskenpflicht? Oder beispielsweise bundeseinheitliche Testvorgaben, meinetwegen für die Restaurants oder so etwas. Das war einfach rechtlich nicht mehr möglich. Der Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte die rechtliche Lage analysiert und kam zu dem Schluss, dass diese bundeseinheitlichen Maßnahmen nur noch vertreten werden können, rechtlich vertreten werden können, wenn es auch eine bundeseinheitliche Gefährdung der Gesundheitsversorgung gibt. Oder wenn diese zumindest hoch. Somit, wenn es also eine Gefährdung gibt in einigen Bundesländern oder in den Bundesländern in bestimmten Orten, aber nicht bundeseinheitlich, kann es keine bundeseinheitliche Regelung geben. Das ist die rechtliche Vorgabe, mit der wir hier gearbeitet haben beim Infektionsschutzgesetz. Somit waren zum Beispiel eine bundeseinheitliche Maskenpflicht nicht mehr beschließbar, weil es eine bundeseinheitliche Gefährdung der Gesundheitsversorgung zum jetzigen Zeitpunkt nicht gibt. Und die hat auch der Expertenrat nicht kommen sehen. Buschmann und ich hatten uns auch mit dem Expertenrat getroffen und das wurde dort auch nicht angekündigt, dass eine solche Gefährdung vorstünde. Somit ist dann die Regelung gekommen, Hotspots überall dort, wo die Gefährdung gegeben ist und die Inzidenz steigt oder hoch ist,
kann der Landtag Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung zu schützen. Und das sollte jetzt auch geschehen, wie es jetzt in Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen ist. Ich habe gestern Abend noch einmal lange mit der Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schlesig, gesprochen. Und so wie sie das Gesetz anwendet oder anwenden will, der Landtag dort, ist das aus meiner Sicht korrekt. Die Kriterien, also wie die Überforderungsversorgung zu messen ist, die liegen eigentlich auf der Hand. Und hier sind vier Kriterien von besonderer Bedeutung. Sie betreffen alle die Krankenhäuser, weil die Krankenhäuser der Flaschenhals für die Covid-Versorgung im Sinne einer Überforderung des Systems sind. Zum einen, wenn zum Beispiel, also ich gehe durch die Kriterien einfach mal durch, die hier aus meiner Sicht also relevant sind. Zum einen, wenn die Krankenhäuser die Notfallversorgung nicht mehr durchgehend darstellen können. Wenn Krankenhäuser sich von der Notfallversorgung zum Beispiel abmelden müssen, weil sie zu viele Covid-Patienten haben oder zu viel Personal erkrankt ist, dann ist das ein Indiz. Ein zweites Indiz ist, wenn planbare Eingriffe abgesagt werden müssen, wenn planbare Eingriffe in andere Kliniken verlegt werden müssen. Das ist ein drittes Kriterium. Oder wenn Pflegeuntergrenzen unterschritten sind. Mit diesen vier Kriterien kann die drohende Überlastung des Gesundheitssystems belegt werden. Es gibt noch mehr Kriterien, aber das sind vier Kriterien, mit denen man arbeiten kann. Das sind auch Kriterien, die meines Wissens in Mecklenburg-Vorpommern jetzt vorgetragen werden. Das sind auch Kriterien, über die wir bei der Gesundheitsministerkonferenz am Montag sprechen werden. Denn wir müssen aus meiner Sicht zu mehr Einheitlichkeit kommen, wie wir die Überlastung feststellen, sodass wir dieses Hotspot-Gesetz im Infektionsschutzgesetz besser anwenden können. Wir müssen das gangbar machen. Da scheinen mir diese vier Kriterien eine wichtige Maßnahme zu sein. Wenn Hotspot-Regelungen ergriffen werden, können diese ein ganzes Bundesland umfassen, so wie es in Mecklenburg-Vorpommern geplant ist. Dann ist die Voraussetzung natürlich, dass die Überlastung in allen Teilen des Bundeslandes gilt. Das ist klar. Aber wenn in allen Teilen des Bundeslandes die Überforderung droht oder schon da ist, dann kann auch das gesamte Bundesland ein Hotspot werden. Und ich will noch mal darauf hinweisen, weil ich das immer wieder falsch höre. Es hätte dort einen Dissens zwischen Justizminister Buschmann und mir gegeben. Das ist nicht der Fall. Buschmann und ich waren uns immer einig, wenn die Hotspot-Regelung so ausgedehnt zum Tragen kommt, dass in allen Regionen, Gebietskörperschaften eines Bundeslandes der Hotspot ausgelöst ist, dann ist das ganze Bundesland eine Gebietskörperschaft und ein Hotspot, wie es in Mecklenburg-Vorpommern der Fall. Aber wie gesagt, wir werden das in der Gesundheitsministerkonferenz am Montag im Detail besprechen. Von den Hotspots geht auch ein Signal aus für das gesamte Bundesland. Wenn jetzt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen also Hotspots identifiziert sind und dort ist der Hotspot ausgelöst, dann hat das auch eine Signalwirkung für andere Teile des Bundeslands. Von daher appelliere ich an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, diese Regel zu nutzen. Es ist ja sehr klug gehandelt worden, indem man die geltenden Regeln verlängert hat bis zum 2. April. Das haben fast alle gemacht. Aber jetzt kommt die Zeit, wo wir in einigen Regionen sogar noch einmal nachschärfen müssen, wo es also um mehr geht als vorher, weil wir können es so nicht laufen lassen. 300 Tote am Tag und diese drohende Überlastung des Gesundheitssystems sind nicht akzeptabel. Ich komme zum zweiten Punkt und das ist ein Impfappell an die Ungeimpften. Die Ungeimpften müssen sich vor Augen führen, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt der Ansteckung so gut wie nicht mehr entgehen können. Wir haben eine so hohe Fallzahl, dass alle, die jetzt ungeimpft sind, damit rechnen müssen, sich in den nächsten Tagen zu infizieren. Das ist leider die Situation. Man kann im Moment der Infektion kaum ausweichen. Und es gibt zahlreiche Ungeimpfte, die im Risiko stehen, die Ungeimpften über 60 zum Beispiel, die Ungeimpften, die Risikofaktoren haben, die Ungeimpften, die eine Immunschwäche haben, die Ungeimpften, die eine Vorerkrankung haben. All diese Immungeschwächten oder älteren Ungeimpften müssen sich aus meiner Sicht jetzt impfen lassen. Jetzt werden viele denken, bis die drei Impfungen da sind, das dauert so lange, dann ist die Welle vorbei. Hier ist die Botschaft, die selbst nach
einer Impfung sinkt das Risiko, schwer zu erkranken und zu versterben, nach 2 Wochen deutlich ab, manchmal schon nach 1 Woche. Das heißt, ich appelliere an die Ungeimpften, wenigstens sich noch eine Impfung jetzt abzuholen, bevor das Risiko also sich realisiert und man ist infiziert und erkrankt sehr schwer. Das ist unnötig. Nichts ist unnötiger als eine schwere Infektion mit möglicherweise tödlichem Verlauf oder schwerer, dauerhafter Erkrankung, so kurz bevor das bessere Wetter in wenigen Wochen die Pandemie zurückdrängt. Das ist einfach, es macht gar keinen Sinn, dass man 2 Jahre jetzt durchgekommen ist und sich in den letzten Wochen dann so schwer infiziert, dass man dann tot ist oder sogar einen schweren Leidensweg hat und dann noch verstirbt. Das ist ja alles, was wir derzeit sehen. 300 Tote sterben ja nicht sofort. Das sind zum Teil sehr schwere Leidenswege. Das ist einfach unnötig. Daher mein Appell an die Ungeimpften, sich vor Augen zu führen. Derjenige, der sich sagt, ich bin jetzt 2 Jahre durch die Pandemie gekommen und habe mich nie infiziert, der muss bedenken, dass das Risiko jetzt höher ist, als es je für ihn war. Das Risiko, in den nächsten Wochen sich zu infizieren, ist für die Ungeimpften größer als das Risiko, sich zu infizieren in den letzten 2 Jahren, wenn man sich das statistisch anschaut. Und das ist etwas, was man sich vor Augen führen muss. Von daher appelliere ich also an die Ungeimpften, sich jetzt hier selbst und uns allen einen Gefallen zu tun und die zumindest noch eine Impfung, bevorzugt 2 Impfungen abzuholen. Das Dritte, wir müssen offensiver mit der 4. Impfung umgehen. Der Verlauf bei der Platzierung der 4. Impfung kann nicht zufriedenstellen. Wir haben alleine 13,5 Millionen Menschen, die über 70 sind, für die die 4. Impfung von der STIKO empfohlen ist. Wir haben eine sehr große Zahl, man weiß es nicht so genau, aber wahrscheinlich 2% der Bevölkerung insgesamt, die Immundefekte hat. Wir haben aber darüber hinaus auch viele Menschen, die andere Risikofaktoren haben, schwer zu erkranken. Wir haben aber insgesamt, selbst wenn man es auf die über 70-Jährigen begrenzt und die mit Immundefekt, haben wir weniger als 10% derjenigen mit der 4. Impfung derzeit geimpft, die für die 4. Impfung in Frage kommen. 90% derjenigen, für die die STIKO die 4. Impfung empfiehlt, sind noch mit der 4. Impfung nicht geimpft. Darüber hinaus sind seit dieser Empfehlung neue Studien erschienen, die auch klar belegen, dass von der 4. Impfung auch die profitieren, die noch nicht 70 sind, aber weitere Risikofaktoren haben. Die Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen stellt in vielen Intensivstationen derzeit die größte Gruppe der Covid-Betroffenen also dar, und davon sind viele geboostert. Das bedeutet nicht, dass die Boosterung nicht vor schwerer Krankheit schützt. Die tut es, aber tatsächlich ist das Risiko, wenn es auch in relativen Einheiten klein ist, weil es so viele betrifft, ein großes Risiko. Ich glaube, dass wir hier mehr tun könnten. Wir könnten hier zum einen auf diejenigen, die von der STIKO jetzt abgedeckt sind, offensiver zugehen, sagen, die 4. Impfung hilft und ist hier notwendig. Ich glaube aber auch, dass wir auf diejenigen zugehen sollten, zumindest in der Altersgruppe 60 bis 70, die Risikofaktoren haben, von denen wir wissen, dass sie das Sterberisiko für Covid und für den schweren Verlauf deutlich erhöhen. Hier spreche ich über zum Beispiel 60- bis 70-Jährige mit einem Bluthochdruck, mit einer Herzschwäche, Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit, Menschen, die eine Krebserkrankung gehabt haben und eine Chemotherapie bekommen. Das sind alles Risikogruppen, die stark im Risiko stehen. Die sind von der derzeitigen STIKO-Empfehlung noch nicht abgedeckt. Ich habe daher die STIKO gebeten, die also Empfehlung noch einmal zu überarbeiten. Das ist mir auch zugesagt. Aber in der Zwischenzeit, weil ja jetzt die Welle tatsächlich so ausgeprägt ist, möchte ich also hier meine persönliche Einschätzung der Lage vortragen. Die Impfung ist ja zugelassen als Boosterimpfung auch für diese Gruppen. Ich empfehle tatsächlich jedem, zumindest in der Altersgruppe 60 und aufwärts, der Risikofaktoren hat, koronare Herzkrankheit, Herzschwäche, eine Lungenerkrankung beispielsweise, also Fibrose oder eine COPD, also chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Diabetes, das sind ja die klassischen Risikofaktoren, auf die wir ja auch immer bei der 3. Impfung zugegangen sind, dass wir die 4. Impfung dort großzügiger nutzen, als wir es zum Teil tun. Ja, die 4. Impfung macht schon 1 Woche nach der Impfung einen Unterschied und kann uns helfen, mit weniger Todesfällen durch diese schwere Welle zu kommen,
mit der wir derzeit also zu ringen haben. Wie gesagt, das ist hier keine Kritik oder Abgrenzung von der STIKO. Die STIKO macht eine gründliche Arbeit, wird das prüfen, das ist zugesagt, aber wir müssen jetzt schnell handeln und daher ist es meine Einschätzung in der Funktion als Bundesgesundheitsminister, dass wir hier auch die 60- bis 70-Jährigen mit Risikogruppen, dass das auf der Grundlage des ärztlichen Ermessens mit einbezogen wird, dass auch diese Leute sich impfen lassen sollen. 10% der über 70-Jährigen geimpft, das ist einfach viel zu wenig. Wir müssen hier mehr machen. Und schließlich lassen Sie mich eines noch sagen. Wir haben hier oft auch an diesem Platz darüber gesprochen, dass also in den Pflegeeinrichtungen die Impfpflicht schwer umzusetzen ist, die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen, und dass dann die Versorgung möglicherweise gefährdet sei, weil viele sich nicht impfen lassen. Das ist nicht eingetreten. Die Versorgung findet statt. Die also einrichtungsbezogene Impfpflicht funktioniert. Die Kommunen und auch die Länder haben eine großartige Leistung gezeigt, also in der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Wir haben ja eine Handreichung geboten als BMG und als Gesundheitsministerium, das wird gemacht. Aber ich möchte hier mich ausdrücklich bedanken bei den Pflegekräften, die sich hier haben impfen lassen. Der ein oder andere sogar im Zweifel, was den Nutzen der Impfpflicht angeht, aber in der Pflicht, das zu machen, wenn man am Patienten arbeitet. Diese Menschen haben sich auf unsere Empfehlung und auf die Wissenschaft verlassen, haben das zum Schluss gemacht, obwohl wir in der Bevölkerung, in der allgemeinen Bevölkerung, die allgemeine Impfpflicht noch nicht umgesetzt haben. Daher möchte ich mich ausdrücklich bedanken für all diejenigen, die daran mitgearbeitet haben. Das ist ein wichtiges Projekt, weil wir haben derzeit wieder Ausbrüche in also den Pflegeeinrichtungen, aber es ist weit weniger, als es wäre, wenn die Impfquote nicht so hoch wäre in diesen Einrichtungen. Daher möchte ich mich da ausdrücklich bedanken. Dankeschön, Herr Lauter. Professor Wieler. Ja, die Pandemie ist noch nicht vorbei, im Gegenteil. Die Fallzahlen befinden sich tatsächlich auf dem höchsten Niveau seit Pandemiebeginn. Es gibt immer noch Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz, die liegt über 3.000. Und innerhalb nur einer Woche sind rund 3% der Bevölkerung mit Covid-19 positiv getestet worden. Im Moment sind also viele Menschen krank, in Isolation oder in Quarantäne, sodass es zum Beispiel in Arztpraxen, in Kliniken oder auch in Pflegeheimen, die schon seit 2 Jahren ohnehin massiv belastet sind, zu Engpässen kommt. Und in der letzten Woche wurden insgesamt wieder mehr als 1.000 Mitmenschen als Todesfälle registriert in Verbindung mit Covid-19. Und das sind natürlich fast ausschließlich Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Omikron-Infektion stehen. Omikron-Infektionen verlaufen also nicht immer mild. Jede Woche sterben aktuell, ich wiederhole mich, mehr als 1.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Omikron-Infektion in unserem Land. Das sind einfach die Tatsachen. Nun werden Maßnahmen gelockert, damit verändert sich das Verhalten der Menschen. Es kommt jetzt sehr darauf an, wie wir uns verhalten. Viele, die selbst noch gar nicht betroffen waren, scheinen Omikron als nicht mehr so gefährlich oder sogar als mild einzustufen. Darauf weisen die jüngsten Ergebnisse der COSMO-Befragung hin, die von der Universität Erfurt durchgeführt werden. Ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, vor allem Menschen über 60, die nicht geimpft sind, haben nach wie vor ein sehr hohes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, auch bei Omikron. Nochmal, in der letzten Woche wurden mehr als 1.000 Todesfälle übermittelt, und zwar im Zusammenhang mit Omikron-Infektionen. Im Moment liegt die Hospitalisierungsinzidenz bei den über 60-Jährigen auf einem erhöhten Niveau und sie steigt bei den über 80-Jährigen weiter an. Und viele Menschen versterben. Viele dieser Todesfälle hätten durch Impfungen und andere Möglichkeiten der Infektionsprävention verhindert werden können. Eine Impfung kann zwar leider nicht immer verhindern, dass man sich mit Corona infiziert und krank wird, aber sie schützt eben in den meisten Fällen davor, dass man schwer an Covid-19 erkrankt. Ich sage in den meisten Fällen, denn leider gibt es auch Menschen, bei denen die Impfung nicht wie erhofft wirkt. Leider können auch Geimpfte an Covid-19 versterben. Unsere Daten und die weltweiten Daten zeigen aber deutlich, dass Geimpfte generell viel seltener ins Krankenhaus müssen und viel seltener sterben als Ungeimpfte. Und diesen
Effekt sieht man ganz besonders bei den Älteren, die vollständig geimpft sind und eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Umso weniger kann ich nachvollziehen, dass immer noch rund 2,2 Millionen der Menschen über 60 in unserem Land nicht geimpft sind. Nehmen Sie das bitte ernst. Schützen Sie sich, lassen Sie sich impfen, auch im Hinblick darauf, dass diese Welle nicht die letzte Covid-19-Welle sein wird. Und lassen Sie sich auch im Hinblick auf Long-Covid impfen. Erste Studien zeigen, dass eine Impfung das Risiko an Langzeitschäden zu erleiden verringern kann. Lassen Sie sich bitte auch dann impfen, wenn Sie schon infiziert waren. Sie verbessern dadurch Ihren Immunschutz. Und wenn Sie über 70 sind, vollständig geimpft sind und bereits eine Auffrischimpfung erhalten haben, dann bitte lassen Sie sich eine zweite Auffrischimpfung geben. Die STIKO empfiehlt diese Auffrischimpfung, diese zweite, schon seit Mitte Februar für bestimmte Gruppen, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Corona-Verlauf haben. Dadurch soll der Individualschutz noch einmal erhöht werden und schwere Verläufe so gut wie möglich verhindert werden. Bislang haben sich aber vergleichsweise wenige Menschen nur, und Minister Lauterbach hat es gerade noch mal erörtert, rund 1,7 Millionen haben erst diese zweite Auffrischimpfung bekommen. Bitte nehmen Sie die Möglichkeit wahr, bitte sprechen Sie hier mit Ihrem Arzt und Ihrer Ärztin, um diese zweite Auffrischimpfung zu erhalten. Ich wiederhole mich sehr gerne. Wie sich die nächsten Wochen entwickeln, das hängt sehr stark von unser aller Verhalten ab. Wir tragen die Verantwortung für uns, aber eben auch für andere. Was gilt für uns alle? Wenn wir Symptome haben, einer akuten Atemwegsinfektion, sollten wir für 3 bis 5 Tage zu Hause bleiben. Und wir sollten außerhalb unseres Haushaltes möglichst niemanden treffen, vor allen Dingen natürlich keine Menschen mit Risikofaktoren. Alte, Hochaltrige, Krebserkrankte oder auch andere Immungeschwächte. Wir verhindern damit die Ausbreitung nicht nur von Covid, sondern auch von Influenza und anderen über die Atemwege übertragenen Krankheiten. Auch wenn Sie aktuell nicht erkrankt sind, treffen Sie sich mit Menschen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, bitte nur, wenn Sie selbst geimpft oder kürzlich genesen sind, und testen Sie sich vorher. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt auch weiterhin die Regeln AH+L, also Abstand halten womöglich, Hygienemaßnahmen, Masken tragen und in Innenräumen lüften, als allgemeine Basismaßnahmen. Dazu gehört auch weiterhin, in Innenräumen medizinische Masken zu tragen, weil es in Innenräumen, wie wir alle wissen, durch die Aerosolbildung zur leichteren Übertragung des Coronavirus kommt. Masken sind in erster Linie ein Fremdschutz. Das heißt, wer Masken trägt, zeigt damit auch seine Rücksicht auf andere, die vielleicht auch trotz Impfung ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Jede und jeder Einzelne von uns kann dabei helfen, besonders gefährdete Menschen zu schützen. Das ist gelebte Solidarität. Zu den gefährdeten Menschen gehören zum Beispiel auch Krebserkrankte, die gerade eine Chemotherapie durchstehen, oder alle, deren Immunsystem geschwächt ist, und viele andere mehr. Sie alle sind mehr denn je auf unsere Umsicht und Rücksicht angewiesen. Wir können diese Pandemie nach wie vor nur gemeinsam bewältigen, und wir werden sie auch gemeinsam bewältigen. Herzlichen Dank, Professor Wieler. Frau Jona, bitteschön. Ja, aktuell werden mehr als 25.000 Patienten mit positiven Corona-Befund in deutschen Krankenhäusern behandelt, und das sind 60% mehr als Anfang Februar. Wiederum 90% dieser Patienten auf der Normalstation, aber 10% müssen eben auch auf der Intensivstation behandelt werden. Und gleichzeitig mit diesem deutlichen Anstieg der Infizierten fällt immer mehr Personal aus, durch Erkrankungen, durch Quarantäne. Also mehr Belastung auf den Schultern von weniger Personal. Und wir alle sind es gewohnt, täglich, wöchentlich, landesspezifisch die Corona-Zahlen zu vergleichen. Als Ärztin sage ich Ihnen, hinter diesen Zahlen stehen Menschen. Menschen, die mit einer schweren Infektion kämpfen, Angehörige, die sich Sorgen machen, Angehörige, die trauern.
Hinter diesen Zahlen stehen aber auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und deren Mitarbeiter, die mit großem Einsatz versuchen, die normale Versorgung zusätzlich irgendwie aufrechtzuerhalten. Dahinter stehen Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus, natürlich auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus, die seit nunmehr mehr als 2 Jahren bei jedem einzelnen Patienten für die Genesung kämpfen und dabei auch noch einen riesen Organisations- und Hygieneaufwand schultern. Denn natürlich ist für uns im Krankenhaus, müssen wir unbedingt verhindern, dass andere Patienten im Krankenhaus, die vielleicht sogar unter Immunsuppression, also Schwächung des Immunstatus durch Medikamente, zum Beispiel aufgrund einer Tumorerkrankung sind, dass die sich im Krankenhaus mit dem Coronavirus infizieren, muss unbedingt verhindert werden. Und deswegen dieser große Aufwand. Und deswegen können auch viele Krankenhausbetten im Moment gar nicht belegt werden, weil die Patienten isoliert sein müssen und selbst dann isoliert sein müssen, wenn sie eigentlich wegen einem anderen Problem zu uns kommen, aber der Corona-Test dann positiv ist. Stellen Sie sich vor, Sie tragen eine FFP2-Maske nicht gelegentlich, sondern seit mehr als 2 Jahren durchgehend an jedem einzelnen Arbeitstag. Und beim Kontakt mit dem Patienten, mit infizierten Patienten, tragen Sie dann auch noch einen flüssigkeitsdichten Schutzkittel und einen Augenschutz, ein Visier. Und Sie sind nach wenigen Minuten kletschnass geschwitzt. Auch die psychische Belastung des Personals ist hoch. Und an freien Tagen eignen sich Ärztinnen und Ärzte dann für ihre Patienten noch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse an. Zumindest seit ich Ärztin bin, hat es nie in einem Bereich in so kurzer Zeit so viel Wissenszuwachs gegeben. Und hinter den Zahlen, die wir da jeden Tag sehen, stehen auch Sekundärbetroffene. Es stehen Patienten, diejenigen, die jetzt auch wieder wegen einer Erkrankung zu uns kommen, die verschiebbar ist, einen verschiebbaren Eingriff haben und die auch jetzt wieder in vielen Kliniken in Deutschland eben verschoben werden müssen, weil nicht mehr genug Personal zur Verfügung steht, die hohe Belastung zu schultern. Ärztinnen und Ärzte sind seit mehr als 2 Jahren in einem Belastungsmarathon und sie sind zunehmend frustriert. Denn die Sorge ist enorm groß, dass nach einem ja hoffentlich positiven saisonalen Effekt jetzt im Sommer wir dann im Herbst ein Déjà-vu-Erlebnis haben. Wir haben deswegen als Marburger Bund im vergangenen Jahr schon für eine einrichtungsbezogene Impfnachweispflicht plädiert, um die Sicherheit der Patientenversorgung eben bestmöglich erreichen zu können. Und es wäre aber auch jetzt an allen Menschen, sich selbst und andere zu schützen, durch eine vollständige Impfung. Leider sind aber erst 58% der Menschen in Deutschland 2-mal geimpft und haben eine Auffrischimpfung erhalten. Und das ist viel zu wenig. Und so schwer die politische Diskussion um eine Impfnachweispflicht ist, so dringend muss sie geführt werden, um im Herbst eben nicht erneut eine Überlastungssituation zu haben und nicht erneut einschränkende Maßnahmen in Kauf nehmen zu müssen. Und ja, es stimmt, auch vollständig Geimpfte infizieren sich mit dem Virus, aber sie erkranken eben viel seltener schwer. Sie müssen viel seltener ins Krankenhaus und das Risiko von Long-Covid ist geringer. Und natürlich als Ärztin möchte ich Patienten schützen. Herzlichen Dank für die Eingangsstatements. Dann kommen wir zu Fragen und die erste hat Frau Hüsch. Vielleicht eine Frage an Frau Dr. Jona zunächst. Wie erklären Sie sich das mangelnde Interesse an der vierten Auffrischungsimpfung? Hat das damit zu tun, dass die Menschen vielleicht doch noch auf eine extra Variante für Omikron warten? Oder woran liegt das? Zu wenig Information seitens der Bundesregierung, zu wenig Engagement der Ärzte? Sie sprechen ja mit vielen Patienten. Und wenn ich darf, danach noch eine Frage an Professor Lauterbach. Ein etwas anderes Thema zur Impfpflicht noch. Sie haben ja gestern noch mal und hier auch noch mal sehr, sehr stark geworben. Sie haben sich aber eigentlich eine Abfuhr von der Union für die allgemeine Impfpflicht gestern wieder abholen müssen. Aus Ihrer Sicht, wie weit sind denn die Gespräche gediehen für eine etwas eingeschränkte Reform der Impfpflicht, die ja politisch im Moment stattfindet? Ja, zunächst ist es sicher so, dass viel Information vorhanden ist. Das ist so, aber manche erreichen wir mit dieser Information trotzdem nicht. Wir erreichen Nicht-Muttersprachler häufig nicht.
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Deutschland viele Patienten gar keine direkte Anbindung an niedergelassene Ärztinnen und Ärzte haben. Und wir alle haben das Gefühl, es müssen doch alle alles wissen, weil wir uns den ganzen Tag damit beschäftigen. Aber das ist immer noch nicht so. Dann gibt es auch sehr deutliche Fehlinformationen. Also gerade kürzlich hat auch eine Kollegin wieder berichtet, dass ein älterer Patient bei ihr die Auffrischimpfung abgelehnt hat, weil er gesagt hat, mein Sohn hat gesagt, das ist alles Quatsch. Also auch Familien setzen sich ja mit diesen verschiedenen Argumenten, die leider geführt werden, auseinander. Insofern haben wir, glaube ich, in Deutschland nicht so sehr einen Mangel an verfügbarer Information, aber wir bekommen sie offensichtlich nicht immer an die Adressaten, die wir eigentlich wollen. Und viele interpretieren Omikron als etwas schlimmeren Schnupfen. Und für viele Patienten ist es ja auch keine schwere Erkrankung. Aber wenn man diese Masse an Infizierten hat, wie wir sie jetzt leider haben in Deutschland, dann sind eben auch eine ganze Reihe an Patienten schwer erkrankt, wie man eben an den 25.000 Patienten jetzt in Deutschland im Krankenhaus sieht. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal in der Union, das ist ja die Frage, stimmt die Union zum Schluss mit und bringt man diese Anträge zusammen? In der Union gibt es auch sehr viele Befürworter einer Impfpflicht, einer allgemeinen Impfpflicht. Das ist also wird mir mitgeteilt, wenn ich beispielsweise mit Kolleginnen und Kollegen von der Union spreche. Das spiegelt sich ja auch in dem Antrag der Union wider, wo man die allgemeine Impfpflicht ja nicht ablehnt, sondern also nur, ich sage mal, verschiebt, in der Hoffnung, man wird sie nicht brauchen, eine Hoffnung, die also aus meiner Sicht durch nichts also gestützt ist. Aber daher glaube ich schon, dass wir zum Schluss, da bin ich optimistisch, eine allgemeine Impfpflicht hinbekommen werden. Ich glaube, dass wir nachher einen gemeinsamen Antrag hinbekommen werden. Also darüber zu spekulieren, also wie der aussähe, verböte sich. Aber mein Eindruck ist der, dass also im Parlament, und das habe ich auch gestern im Rahmen meiner Haushaltsrede gesagt, dass es im Parlament eine Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht gibt. Und ich glaube, dass also viele auch verstehen, was es für eine Katastrophe wäre, nicht nur medizinisch, menschlich, sondern auch wirtschaftlich, wenn wir im Herbst dann erneut in eine Situation kämen, wo wir dann das Infektionsschutzgesetz möglicherweise nachschärfen müssten, wo wir wieder mit Beschränkungen arbeiten müssen, wo dann also tatsächlich das Signal kommt, wir haben es nicht geschafft, wir müssen doch noch mal einiges zurückfahren. Das könnte dann auch noch eine Variante sein. Also die gefährliche ist, die Angst, die alle haben, ist, dass die Omikron-Variante sich weiterentwickelt, sodass sie auch in tiefere Lungenabschnitte kommt. Das sind nur wenige Mutationen, die das bisher verhindern. Und man geht davon aus, dass die Omikron-Variante von der Alpha-Variante abstammt. Das ist eine These, die weit wissenschaftlich von vielen vertreten wird. Und wenn also diese Mutation verloren ginge und die Omikron-Variante bei der Ansteckung, die sie ja mit sich bringt, dann auch die sogenannte transmembrane, also Passage schaffen würde in den tieferen Lungenabschnitten, dann hätten wir eine sehr schwierige Situation. Darauf muss man vorbereitet sein. Ich glaube, dass man das sauber dekliniert und vorträgt, sind die Chancen gut, etwas hinzubekommen. Und Gespräche finden auch statt auf allen Ebenen, um das zu bewerkstelligen. Ich bin ganz der Meinung von Frau Jona, dass für uns fatal ist, der Hinweis, immer wieder milder Verlauf. Das hat also, das ist kein milder Verlauf für die Älteren, das ist kein milder Lauf für jemanden, der einen Immundefekt hat. Viele Menschen wissen gar nicht, ob sie einen Immundefekt haben. Das ist kein milder Verlauf, also auch für denjenigen, der nicht stirbt, aber dann danach Long-Covid hat. Long-Covid droht ja eine der wichtigsten chronischen Krankheiten in Deutschland zu werden. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir auch dagegen halten, also medial wird es ja leider auch, also in vielen Medien wird es ja auch so dargestellt, als wenn es eine sehr harmlose Erkrankung wäre. Und da kommt gar nicht zum Tragen, dass 25.000 Menschen für Covid behandelt werden und 2.500 ungefähr, schwankt etwas, auf den Intensivstationen in großen Kliniken, also beispielsweise werden von denjenigen, die mit oder für Covid in die Klinik kommen, wir brauchen 70% Sauerstoff. Das ist keine Kleinigkeit. Also wenn Sie sagen, Frau Jona wird das bestätigen wollen, wenn ich Sauerstoff einsetze, dann bin ich in einer Zone unterwegs,
wo der Ausgang unklar ist, wo der Ausgang wirklich unklar ist. Und das müssen wir noch mehr in den Vordergrund stellen, dass es keine leichte Erkrankung ist. Dankeschön. Sascha Mayer von der dpa fragt an Sie, Herr Lauterbach. Die Länder tun sich erkennbar schwer mit neuen Regeln zu Hotspots. Für einen nahtlosen Anschluss ist aber ja nur die nächste Woche Zeit. Kommt ab 3. April ein Freedom Day sozusagen aus Versehen, weil vielerorts keine richtigen Schutzregeln in Kraft sind? Das glaube ich nicht. Also zunächst einmal bin ich froh, dass also fast alle Länder, ich glaube alle bis auf ein Land, alle bis auf Schleswig-Holstein, die Regeln verlängert haben, die noch gegolten haben. Das war ja angelegt, dass man das kann. Und ich hoffe, dass die Länder in der nächsten Woche per Landtagsbeschluss Verlängerungen dort, wo notwendig, in den Hotspots möglich machen. Wie gesagt, das ist ein sehr wichtiges Thema für unsere Gesundheitsministerkonferenz am Montag. Und ich bin auch mit einigen Ländern übrigens im direkten Austausch. Wie können wir das machen? Also wir müssen natürlich auch erklären, wie funktioniert das Gesetz? Wie ist das intendiert? Also hier ist die Notwendigkeit klar. Die Länder bestreiten ja nicht, dass jetzt also andere Maßnahmen notwendig wären. Die Länder haben ja alle beklagt, dass sie nicht mehr an Möglichkeiten geboten bekommen haben. Jetzt also kommt der Zeitpunkt, wo wir uns einfach zusammensetzen müssen. Die Zeit der Schuldzuweisungen ist vorbei. Also hier muss man jetzt mit dem arbeiten, was man hat. Wie gesagt, bundeseinheitliche Maßnahmen konnte ich den Ländern nicht anbieten, obwohl das viele erwartet hatten, weil eine flächendeckende deutschlandweite Überlastung des Gesundheitssystems nicht belegt werden konnte. Frau Kollegin. Ja, Heike Stansky, ZDF. Herr Professor Lauterbach, Sie betonen immer wieder, dass wir die Pandemie nur beenden könnten mit einer allgemeinen Impfpflicht und dass dann auch die Maßnahmen enden würden. Können Sie bitte mal sagen, wie hoch denn die Impfpflicht sein muss, einmal, zweimal, dreimal, viermal geimpft, damit wir die Pandemie beenden können? Und wenn ich darf, an Herrn Wieler, das Infektionsschutzgesetz wurde gerade geändert. Es gibt jetzt nur noch einen Basisschutz. Müssten dann nicht auch Quarantäneregeln geändert werden? Danke. Ja, also wir wissen, dass also die dreifache Impfung, die wird ja jetzt als Grundimmunisierung auch von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, also betrachtet zumindest von Frau Falk, von Professor Falk und auch von Herrn Professor Watzel, aber auch von anderen. Also dreifache Impfung ist die Grundimmunisierung. Nach der dreifachen Impfung ist man vor schwerem Verlauf und vor tödlichem Verlauf in der Regel geschützt. Es gibt dann immer noch also diejenigen, also wo der Verlauf so unglücklich ist, dass, also wie ich eben auch ausgeführt hatte, eine vierte Impfung also nochmal einen Unterschied macht. Aber wenn alle dreimal geimpft wären, dann hätten wir keine große Gefahr mehr zu bannen. Das ist keine Frage. Und es wird derzeit auch an Impfungen gearbeitet, die gegen Omikron also schützen, aber auch gegen alle Varianten, die wir schon hatten. Also Impfungen, die quasi das komplette Spektrum abdecken. Und diese Impfungen also werden wir also sehr früh haben, wenn sie auf den Markt kommen. Wir sind mit den Herstellern im direkten Austausch, im direkten Kontakt, werden auch laufend informiert, also wie weit also die Entwicklung ist, sodass ich also zusichern kann, kommt die allgemeine Impfpflicht, haben wir die Impfstoffe, die wir brauchen und können auch, das ist ja im juristischen Sinne dann notwendig, die Impfung so durchführen, dass sie ein geeignetes Mittel ist, um also die Impflücke, die wir derzeit haben, zu schließen. Dann wird es immer noch eine kleine Gruppe geben, wo die Impfungen nicht ausreichend wirken. Eine kleine Gruppe geben, die möglicherweise trotz Impfpflicht, also ungeimpft bleiben. Das ist klar. Aber wir kommen dann doch in die Situation hinein, dass die mit der Pandemie einhergehende Sterblichkeit und auch die damit einhergehende Last an Long-Covid, dass wir das gebrochen bekommen. Man muss das ja von oben rechnen und nicht von unten. Wenn Sie 10% ungeimpft haben bei den über 60-Jährigen und vergleichen das mit einem Land wie beispielsweise England, wo der Anteil bei 1-2% liegt. Da kann man erstmal sagen, 90%, 98%, das fängt alles mit einer neuen an und das sind ja gute Quoten.
Also bezogen auf die Leute, die im Risiko stehen, die also sozusagen sich infizieren können, sterben können, sind das 5 bis 10 Mal so viele. Wir haben 5 bis 10 Mal so viele, die im Risiko stehen, wie in England derzeit. Und daher, also ist, die Engländer haben ja jetzt auch fast wieder 100.000 Fälle, dort steigt ja auch die Fallzahl. Die müssen aber viel weniger nervös sein als wir, weil wir 5 bis 10 Mal so viele Menschen haben, die in der Altersgruppe Ü60 im Risiko stehen. Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, dass ja diese Pandemiebekämpfung auf 3 Säulen basiert. Diese 3 Säulen sind die Eindämmung, wird auch Containment genannt, die sogenannte Mitigation, also die Abmilderung und der Schutz, Protektion. Und diese 3 Säulen, die finden Sie im Pandemieplan, der ja unter Federführung des RKI vor einigen Jahren mit ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen erstellt wurde. Und bei der Eindämmung steht im Vordergrund, dass man eben versucht, Infektketten zu brechen und so schnell wie möglich dafür Sorge zu tragen, dass sich ein Erreger nicht ausbreitet. Das ist in der momentanen Situation natürlich kaum noch möglich, denn wir haben ja wirklich sehr, sehr hohe Fallzahlen. Und darum hat das Robert-Koch-Institut ja auch über die ganzen 2 Jahre immer wieder die Maßnahmen angepasst. Also die Quarantäne, da geht es ja darum, dass Menschen, die unter dem Risiko stehen, sich angesteckt zu haben, quasi aus dem Infektionsgeschehen rausgenommen werden. Und bei der Isolation, da geht es ja darum, die Menschen, die positiv getestet wurden. Und wir haben das kontinuierlich angepasst und wir werden es natürlich auch jetzt wieder anpassen. Es ist ganz klar, dass die Quarantäneregelung bei so hohen Infektionszahlen, dass das gar nicht mehr möglich ist, die wirklich stringent durchzusetzen. Und ich denke, es ist auch klar, dass auch die Isolationsregeln weicher werden. Wie das genau aussieht, das wird ja kontinuierlich verhandelt. Ich denke, das wird auch in den nächsten Tagen, wird es da wieder neue Beschlüsse geben. Aber Sie können gewiss sein, dass das RKI hat eben immer 2 Dinge im Kopf. Das eine ist die Epidemiologie, das heißt also, wie ist das Geschehen insgesamt in unserem Land? Und das zweite ist, wie ist die biologische Eigenschaft des Erregers? Diese beiden Dinge werden immer von uns betrachtet und dann gibt es die Empfehlungen, die stehen auf unserer Website und die werden kontinuierlich angepasst und in Kürze auch wieder. Ja. Zusatz? Herr Lauterbach, ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, wie hoch die Impfquote sein muss. Ich habe verstanden, 3-mal geimpft. Geht es Ihnen in erster Linie um die Ü60 oder 70 oder 50? Also wie hoch muss die Quote in Deutschland sein? Es gibt da keinen Grenzwert. Also kann man nur sagen, so hoch wie möglich. Je höher wir die Quote bringen, desto besser geht es uns. Also es gibt keinen Schwellenwert, wo man sagen kann, jetzt ist das Risiko gering. Das hängt auch davon ab, was für eine Variante wir bekommen. Ich wollte der Frage nicht ausweichen, aber ich will es einfach mal am Beispiel erläutern. Also die Quote muss umso höher sein, also je höher der R-Wert der Variante ist. Wenn wir jetzt beispielsweise das bekämen, was ich eben als Worst Case bezeichnet habe, nämlich wir bekämen die Omikron-Variante. Die Omikron-Variante entwickelt sich aber weiter und verliert die Mutationen, die derzeit dafür sorgen, dass es in erster Linie die oberen Luftwege sind, also die betroffen sind, der sogenannte endosomale Zugang. Und der transmembrane Zugang käme dazu in den tieferen Lungenabschnitten. Dann wäre der Worst Case eingetreten. Dann hätten wir eine, also sagen wir, Variante, die, also sagen wir, so tödlich ist wie Delta oder mehr. Und also so ansteckend wie Omikron. Und dann muss ich natürlich mit einer sehr hohen Quote arbeiten, um das zu beherrschen. Das ist ja gar keine Frage. Käme jetzt zum Beispiel unverändert Omikron, dann wäre die Quote niedriger, mit der man arbeiten kann. Käme die Delta-Welle zurück, also dann gäbe es wiederum oder eine ganz andere Variante. Somit, das ist kein fixer Wert, sondern der berechnet sich aus 3 Faktoren, einfach ausgedrückt. Der erste Faktor ist, wie viele Leute sind, was ist die Impfquote, also wie viele Leute sind geimpft. Zum zweiten, also wie hoch ist der R-Wert? Und der also dritte Wert ist, wie wirksam ist die Impfung? Das ist ja auch ein Faktor, den wir noch nicht bestimmen können. Und also einfach ausgedrückt, also aus diesem System heraus, also sind Sie am besten unterwegs, wenn Sie eine hohe Impfquote haben mit einer Variante, die einen niedrigen R-Wert haben und eine Impfung, die sehr wirksam ist, an 100% geht. Sie können aber auch den Weg des Elends gehen. Und der Weg des Elends ist ja der Weg, dass Sie einen R-Wert haben, der sehr hoch ist. Die Impfquote ist aber nicht so gut und die Impfstoffe können das nicht gut beherrschen. Dann ist das, sagen wir mal,
Und somit aus diesem Dreieck, Klang ist jetzt nicht die richtige Metapher, aber sagen wir mal, aus diesem Dreisatz kann man das, die Formeln, die dahinter stehen, sind hochkomplex, das ist keine Dreisatzrechnung. Aber man kann ausrechnen für eine gegebene Variante und eine gegebene Wirksamkeit der Impfstoffe, die man hat, wie hoch die Impfquote sein muss. Wir wissen aber eines ganz genau, die Impfquote, die wir jetzt haben, ist zu niedrig, um bei allen Varianten, die wir bisher kennen, im Herbst ohne einschneidende Maßnahmen durchzukommen. Das ist der entscheidende Satz. Also wenn ich diese Berechnungen mache, die ich gerade hier vorgetragen habe, dann weiß ich, dass für alle Varianten, die wir bisher kennen, im Herbst wieder Maßnahmen notwendig würden, und zwar nennenswert, keine Kleinigkeit. Ich spreche nicht über eine Kleinigkeit, wenn wir die Impfquote nicht erhöhen. Ich will nur mit einem Satz das Gedankenexperiment zu Ende führen. Stellen Sie sich vor, wir hätten die Zahl der Fälle, die wir jetzt haben, wir gingen aber am Übergang Herbst in den Winter über. Mehr Innenraum, schlechtes Wetter, die Impflücke hat sich wieder aufgebohrt bei denjenigen, die schon mal geimpft waren und so weiter und so fort. Wir hätten die 300.000 Fälle, aber wir gingen jetzt in den Winter hinein. Das wäre eine lupenreine Katastrophe. Und daher ist es falsch zu glauben, dass wir im Herbst gut durchkommen, wenn es nur Omikron wäre. Das ist einfach falsch. Und so arbeiten wir unermüdlich an der Impfpflicht, die andere Länder in dieser Form nicht so dringend brauchen, weil sie eine viel höhere Impfquote erreicht hatten. Die nächste Frage, Frau Kollegin. Veneja vom ZDF. Herr Professor Lauterbach, ich habe eine Frage zum Weg des Elends auf technischer Frage bei digitalen Impfzertifikaten. Diejenigen, die eine Corona-Erkrankung hatten, bevor sie geimpft worden sind, gelten ja mit Erkrankung und einer Impfung als erstmal grundimmunisiert und mit einer Erkrankung und zwei Impfungen eigentlich als geboostert. Denen fällt es aber immer noch schwer, in deutschen Apotheken sich dieses in digitaler Form nachweisen zu lassen, weil die Apotheker nicht wissen, wie sie das technisch umsetzen sollen. Wie kann diesen Menschen, und das sind ja immerhin mehr als 1 Million, manche von denen lassen sich dann einfach so das dritte Mal impfen, weil sie sagen, ich habe keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen, aber rein rechtlich haben sie ja einen Anspruch darauf, ein digitalen genesenes Impfzertifikat für ihre Erkrankung zu bekommen. Und denen wird derzeit immer noch technisch ihr rechtlicher, sage ich mal, Status nicht ermöglicht. Ja, ich werde das noch einmal aufgreifen. Mein Kenntnisstand ist der, dass es technisch auch geht und dass es auch Apotheken machen, dass es nicht alle Apotheken können, aber dass es gemacht werden kann. Aber ich werde das noch einmal prüfen in der zuständigen Fachabteilung und würde Ihnen dann noch einmal eine bilaterale Auskunft auch geben, wenn Sie sich an mich wenden wollten. Grundsätzlich ist aber die Lage ganz klar. Rechtsanspruch ist da. Natürlich ist es in der Praxis mit dem Impfausweis möglich, den Status zu belegen. Das ist auch klar. Aber es ist trotzdem etwas, was geprüft werden muss. Ich wäre da wirklich um Übermittlung sozusagen der Adresse der Apotheke, die das in Deutschland kann, dankbar, weil aus der Recherche und auch aus eigener Erfahrung in 3 verschiedenen Städten in über 15 Apotheken ist es nicht möglich. Und die Auskunft der Militär Apotheker ist immer wieder, der Apothekerverband veröffentlicht das zwar genauso, wie Sie sagen, dass man ein Recht hat, es wird aber immer an das RKI verwiesen, dass es nicht möglich sei, weil das System technisch nicht ausgestattet sei, das möglich zu machen. Also es, wie gesagt, ich prüfe das, weil mir bekannte Sachstand ist von Seiten der Apothekerschaft, dass das Problem gelöst sei. Aber ich nehme Ihre Anregungen mit, weil ich es tatsächlich nicht im Detail hier beantworten kann und würde Ihnen dann Auskunft geben. Auf RKI wird ja immer gerne verwiesen, das ist auch ganz gut. Aber ich kläre das auch nochmal. Also meines Wissens ist es natürlich möglich, aber der Punkt ist der, dass natürlich die Genesenen mit einer PCR nachweisen müssen, dass sie eben genesen sind. Und wenn das geschieht, dann funktioniert das auch. Aber auch gerne checke ich das auch nochmal und dann werden wir das beantworten. Die nächste Frage, Frau Kollegin. Eva Ellermann vom ARD Hauptstadtstudio. Meine Frage geht an Herrn Minister Lauterbach.
Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manuel Lucha von den Grünen hat Ihnen gestern einen Brief geschrieben und fordert einen Strategiewechsel Ende April, nämlich von der pandemischen Lage zur endemischen Lage. Unter anderem fordert er, die anlassbezogenen Tests auszusetzen und auch die Quarantäneregeln zu lockern. Er bezieht sich da auf die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg. Haben Sie diesen Brief schon bekommen? Und ja, was sagen Sie zu dieser Einschätzung und was antworten Sie, Herr Lucha? Ich glaube, dass ich diesen Brief ignorieren werde, zumal sich ja auch der Ministerpräsident in Baden-Württemberg also schon vom Brief distanziert hat. Und also Inhalt und Argumente. Ich schätze Herrn Lucha sehr und ich glaube, ich werde die Anregung auf jeden Fall nicht aufgreifen. So viel sei gesagt und glaube, dass der Brief also möglicherweise in einem Moment der Frustration oder des Zorns geschrieben ist. Aber wir arbeiten gut zusammen. Ich schätze Herrn Lucha und ich werde ihn ja am Montag sehen, wahrscheinlich somit alles gut. Aber das ist keine Anregung, die wir aufgreifen. Dann habe ich noch online Angelika Slavik. Da hatten Sie schon was dazu gesagt, aber ich will die Frage gleich wohl trotzdem noch mal stellen. Wie weit sind die Bemühungen, eine Mehrheit im Bundestag für einen der Impfpflichtanträge zu organisieren? Ja, es wird also, es gibt halt also Gespräche und ich hoffe, dass wir da erfolgreich sein werden. Ich bin aber zuversichtlich. Dann Frau Hüsch als nächstes und dann Herr Fricke. Nochmal eine Frage an Sie, Herr Professor Wieler. Können Sie eigentlich sagen, wie viel von den Infektionen, die wir im Moment haben, Durchbruchsinfektionen sind oder im Prinzip Infektionen bei Nicht-Geimpften? Auch vor dem Hintergrund der Ansage vom Bundesgesundheitsminister, dass eigentlich auf kurz oder lang oder sehr kurz eigentlich jeder, der nicht geimpft ist, infiziert ist. Und an Frau Dr. Jona noch eine Frage an Sie. Sie haben ja die Feldforschung all Ihrer angeschlossenen Ärzte. In wie vielen Kliniken, in wie vielen Bereichen, in wie vielen Ländern ist die Situation so prekär, dass die Arbeitssituation extrem schwierig wird durch die Erkrankungen im Personalstamm? Ja, Frau Hüsch, wenn Sie in den Wochenbericht schauen, dann da stehen diese Daten ja drin. Also wir berechnen ja immer die Impfeffektivität. Das heißt, wir berechnen sie auch für die Leute, die grundimmunisiert sind, auch Auffrischungsimpfung haben. Und je nach Altersgruppe liegt das zwischen 15% und 75% ist die Effektivität noch. Das heißt also umgekehrt, dass es so viele Menschen sind, die mit einer Durchbruchsinfektion nach Grundimmunisierung oder nach auch einer Auffrischung noch krank werden, auch im Krankenhaus behandelt werden. Bei denjenigen mit Auffrischungsimpfung ist die Impfeffektivität zwischen 77% und 87%. Und gerade bei den Alten, also bei den über 60-Jährigen, liegt sie am höchsten. Da ist also die Effektivität bei 87%. Und bei denen, die grundimmunisiert sind, ist es so, dass die bei den 5- bis 11-Jährigen bei 15% die Effektivität liegt und bei den 60 und Älteren bei 75%. Das heißt also, ja, es gibt Menschen, die infiziert werden, auch ins Krankenhaus kommen, auch nachdem sie geimpft sind, aber die Impfeffektivität ist eben sehr hoch. Das heißt, der Anteil derjenigen ist immer noch deutlich, deutlich geringer als die, die eben nicht geimpft sind. Und ich denke, das ist die entscheidende Information, weil einfach wir wirklich nur schwere Krankheitsverläufe und auch Todesfälle verhindern können, wenn wir eine sehr, sehr große Impfquote haben. Ja? Also es gibt keine 100% Impfung, die 100% wirkt. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist zu verstehen, was auch manchmal durcheinander geworfen wird, wir müssen eigentlich drei Effekte von der Impfung betrachten. Das eine ist, wie gut schützt sie vor Infektion? Da ist die Impfung, schützt sie nicht sehr, sehr gut. Das sehen wir ja. Wir haben sehr viele Fälle bei Menschen, die geimpft sind. Die haben aber fast alle eine niedrige Krankheit dann, also wirklich einen milden Verlauf. Das zweite ist, wie stark schützt die Impfung vor einem schweren Verlauf? Da sind wir effektiv. Und das dritte ist eben, wie stark schützt sie dann vor Tod? Und da steigt die Effektivität immer mehr. Und das ist auch das Ziel dieser Impfungen. Die wurden so generiert, dass sie eben hauptsächlich die einzelnen Menschen schützen vor einem schweren Verlauf. Und der Schutz vor Übertragung ist auch gegeben, aber der ist eben nicht so ausgeprägt. Vielleicht kann ich dazu die Zahlen noch ergänzen. Also eine amerikanische CDC-Studie hat ja jetzt kürzlich Zahlen genannt, dass mit zwei Impfungen die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus aufgenommen werden zu müssen, etwa 12-mal niedriger ist und dann mit der dritten Impfung, also der Booster-Impfung, noch zusätzlich 3-mal niedriger. Also das
ist eine amerikanische Untersuchung. Zu der Frage, in wie vielen Bundesländern ist die Belastungssituation so hoch? In allen Bundesländern muss man sagen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, 75% der Kliniken sagen, dass sie von ihren normalen Angeboten, die sie leisten können, Rückschritte machen müssen. Das heißt nicht, dass sie gleich alle auf Notfallversorgung sind, aber manche Kliniken, selbst Universitätskliniken, die Universitätsklinik Münster hat jetzt gesagt, sie macht im Wesentlichen Notfallversorgung, weil so viel Personal ausgefallen ist. Insofern sind alle Bundesländer betroffen, aber es sind nicht alle Kliniken betroffen, aber die allermeisten, etwa 75%. Deckt sich das mit Ihren eigenen Recherchen? Das sind ja jetzt die Zahlen der Krankenhausgesellschaft. Erheben Sie sowas auch? Das erheben wir nicht. Das ist aber das Feedback, passt zu dem Feedback, was wir von unseren Mitgliedern bekommen. Wir haben gut 130.000 Mitglieder in Deutschland. Natürlich haben wir nicht da eine permanente Erhebung dieser Frage, aber das Feedback passt zu dem. Dann die nächste Frage, Herr Fricke. Ja, vielen Dank. Herr Minister, Frau Jona hat es ja gerade gesagt, welche Grenzen setzt denn der Pandemieverlauf Ihren Plänen einer Strukturreform im stationären Sektor? Ich habe Sie akustisch nicht verstehen können. Welche Grenzen setzt der Pandemieverlauf Ihren Plänen einer Strukturreform im stationären Sektor? Ja, keine Grenzen in der Tat, sondern der Verlauf also belegt, wie notwendig eine Strukturreform ist. Das ist ganz klar. Die Pandemie hat uns also Stärken und Schwächen unseres Gesundheitssystems gezeigt, aber auch unsere Krankenhausversorgung. Und die Stärken muss man hier im Vordergrund sehen. Wir haben eine, das kann, muss man auch immer wieder sagen, wir haben eine im Vergleich zu anderen Ländern mit einer ähnlichen Altersstruktur gute, also was heißt gute, aber niedrige Sterblichkeit. Es sind natürlich, es sterben zu viele, es sind zu viele gestorben. Das ist ganz klar und jeder Einzelne ist ein Einzelschicksal. Auch da stimme ich Frau Jona zu. Wir arbeiten hier immer mit Zahlen. Jeder Einzelne ist eine Mutter, ein Vater, ein Geschwisterkind und so weiter. Das sind einfach alles Einzelschicksale. Aber wir haben im Vergleich zu anderen, auch Ländern Europas, haben wir also eine geringere Sterblichkeit erreicht. Und das ist unter anderem auch unserem Krankenhaussystem zu verdanken, was immer in der Lage gewesen ist, auch unter Maximalbelastung eine qualitativ hochwertige Versorgung anzubieten. Das muss man also hier erst einmal mitnehmen. Und das ist auch wichtig für die Reformen, die wir jetzt also anstoßen. Im Krankenhaus wird eine große Reform kommen müssen, weil wir also mehrere Probleme da also auch zu lösen haben. Das fängt an, also wie das System der Fallpauschalen weiterentwickelt werden könnte, wie man also bestimmte Bereiche abdeckt, beispielsweise Kinderheilkunde, Geburtshilfe, wie die Notfallversorgung neu strukturiert werden kann, wie man also erreichen kann, dass Eingriffe, die eigentlich nicht stationär gemacht werden müssen, von den Krankenhäusern auch ambulant erbracht werden können und so weiter. Also eine Reihe von ganz wichtigen Fragen, wie man mit dem Personalmangel umgeht, wie man die Planung der Krankenhäuser verbessert. Da werde ich in Kürze eine Kommission, die wir derzeit also auch vorbereiten, ankündigen, die sich mit diesen Fragen sehr intensiv beschäftigen wird und die also auch also aus Wissenschaftlern bestehen wird, also nicht die üblichen also Bänke der Versorgung, also, sondern unabhängige wissenschaftliche Expertise wird da gefragt sein, eine wichtige Kommission. Und da überlegen wir uns auch, wie wir das also machen. Das wird wahrscheinlich eine Arbeitsweise sein, so ähnlich wie beim Expertenrat, dass also die Kommission durch das Haus also geleitet wird. Möglicherweise wird die also Kommission auch geleitet von jemandem, der aus dem Bundesgesundheitsministerium direkt kommt, der also diese Aufgabe dann übernimmt. Und ob ich selbst also ab und zu bei diesen Sitzungen häufiger dabei sitze, wird sich auch noch zeigen. Aber wir werden eine große, wichtige Kommission für eine Krankenhausreform in Kurze also vorstellen und die Vorbereitungen sind im vollen Gange.
Ich habe noch einige Online-Fragen. Gisela Breu vom Gesundheitspolitischen Informationsdienst fragt an Sie, Professor Lauterbach und Professor Wieler, wird eine von Professor Stör und Professor Streeck seit langem geforderte Kohortenstudie durchgeführt, um zu ermitteln, wie viele Menschen tatsächlich genesen, geimpft oder geboostert sind? Und dazu die Frage an Professor Wieler, warum hat das RKI bislang nicht so eine Studie veranlasst, die durchaus nach Aussage der genannten Experten gut realisierbar wäre? Also zunächst, das sind ja jetzt Forderungen von Einzelwissenschaftlern, die ich nicht also kommentieren kann und auch nicht kommentieren möchte. Wir haben ja unsere also Beratung professionalisiert durch den Expertenrat, in dem auch also Professor Streeck dabei ist, aber auch Herr Wieler, und ich sitze selbst auch in diesen Sitzungen darin. Da also wurde der in den bisherigen Empfehlungen des Expertenrats in den schriftlichen, aber auch in der Diskussion, also wurde der Vorschlag jetzt noch nicht an uns herangetragen, und Einzelvorschläge von Herrn Stör oder von Herrn Streeck kann ich hier nicht kommentieren. Also es wäre schön, wenn die Kolleginnen und Kollegen auf der Website des RKI die Studien anschauen, die wir ja transparent auch veröffentlichen und auch wirklich jedem zugänglich machen. Also eine Studie, wir machen ja insgesamt, also alleine wir, es gibt ja natürlich auch viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland, die Studien machen, aber wir machen eine Studie, und die ist schon einmal publiziert, letztes Jahr mit dem sozioökonomischen Panel zusammen. Das ist eine Studie, die hat einen sehr, sehr hohen repräsentativen Wert. Das ist eine Studie, in der wir herausfinden, wie viele Menschen in unserem Land eben geimpft sind bzw. genesen sind. Die Studie wird gerade, die zweite Phase dieser Studie, die Proben haben wir bis Ende Februar 2022 genommen. Diese Studie wird jetzt ausgewertet. Sie ist anspruchsvoll. Da sind große Wichtungsfaktoren drin, weil wir eben wirklich auch kleine Gruppen in der Gesellschaft repräsentativ erfassen wollen. Das heißt, diese Studie wird durchgeführt. Wir selber, das Robert-Koch-Institut, möchte seit längerem ein sogenanntes RKI-Panel durchführen, eine Studie, die repräsentativ kontinuierlich eine hohe Flexibilität hat. Wir führen ja drei Studien durch in Deutschland kontinuierlich. Die KICS-Studie, wo wir uns Kinder und Jugendliche anschauen, wo wir auch diese Jugendlichen untersuchen, auch Bioproben gewinnen, um den Gesundheitszustand darzustellen. Das ist eine der besten Studien, die Sie weltweit finden auf dem Gebiet. Es sind rund 14.000 Kinder und Jugendliche. Diese Studie machen wir seit vielen Jahren, die wird kontinuierlich publiziert. Wir machen die Befragungsstudien GEDA und GEDIS, und das heißt also, solche Studien werden durchgeführt. Aber der Wunsch ist natürlich, dass wir ein Panel haben, das dann immer flexibel angepasst an die jeweilige Situation bestimmte Gruppen in den Mittelpunkt dann nimmt. Das ist zum Beispiel, wäre das jetzt im Falle der Ukraine Geflüchteten möglich, dass man dann ganz konkret die dann noch in so eine Studie einplant. Wir haben diese Möglichkeiten. Und wir würden die auch gerne ausbauen, aber nochmal, wir machen eine Studie mit dem sozioökonomischen Panel, wo wir genau diese Frage beantworten. Das ist der erste Teil der Antwort. Und nochmal die Bitte an die Kolleginnen und Kollegen, einfach die Informationen, die auf der Website des RKI sind, auch einzusehen. Es ist dann vielleicht manchmal leichter, inhaltlich fachlich zu diskutieren. Und der zweite Aspekt ist der, es ist natürlich nicht so trivial, immer zu wissen, was unterwegs ist. Und wir machen eine Modulierungsstudie, wo wir anhand der Daten, wir haben ja alleine wir machen vier serologische Studien, aber wir haben ja ein Observatorium, auch übrigens über unsere Amtspflichten hinaus, ein Observatorium aufgebaut, wo wir alle Studien, die in Deutschland sind, regelmäßig monitoren, wo alle, die Interesse haben, reingucken. Wir machen eine Modulierung, die werden wir auch, glaube ich, in Kürze publizieren. Anhand dieser Modulierung mit den Daten, die uns zur Verfügung stehen, werden wir auch einen Einblick geben, wie viele Menschen in welchen Altersgruppen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit infiziert waren bzw. eben geimpft sind, also Antigenkontakt haben. Das sollte in den nächsten Wochen auch publiziert werden. Auch das nur zur Kenntnis. Wie gesagt, es wäre schön, wenn man einfach manchmal die Informationen wirklich seriös und ergebnisoffen sucht, die schon vorhanden sind. Sascha Meyer von der dpa fragt nochmal Sie, Herr Lauterbach, würden Sie es begrüßen, wenn Supermarktketten oder große Veranstalter nach Hausrecht weiter Maskenvorgaben für ihre Innenräume machen, oder verwirrt das die Bürger nur? Nein, ich würde das begrüßen, das ist gar keine Frage. Wenn das stattfinden würde, es wäre eine Ergänzung der Hotspot-Regel, und bei der großen Zahl von Infektionen, die wir derzeit haben, also würde ich also eine solche Initiative selbstverständlich auch begrüßen.
Noch eine Frage an Sie, Herr Lauterbach, nachdem, und zwar von Patrick Holstein von Apotheker ad hoc, nachdem die Kassen erklärt haben, die Abfrage bzw. Dokumentation nicht umsetzen zu können. Es geht um das Thema Impfpflicht. Ne? Planen Sie wieder mit einer Fassung in Apotheken? Ich glaube, dass also die Kassen hier das Recht haben, also ihre Bedenken vorzutragen, aber diese Bedenken also haben mich nicht also dahingehend überzeugt, dass die Kassen also hier die Aufgabe nicht übernehmen können oder sollten. Die Argumente sind ja auch schon in der Öffentlichkeit so vorgetragen worden. Das waren ja Hilfsargumente, muss man sagen. Also der in Europa nicht zu bestreitende Papiermangel wurde vorgetragen oder dass man also das Personal nicht glaubt zu haben. Ich glaube nach wie vor, dass eine Abfrage über die Krankenkassen sehr sinnvoll sein kann. Und daher also schaue ich, ich bin zunächst mal kein Antragsteller, sondern kann das nur kommentieren als ein Unterstützer einer der Anträge. Aber ich halte es nach wie vor für eine gute Idee, die Krankenkassen in die Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht einzubinden. Und dann habe ich noch eine letzte Frage an Sie, Herr Lauterbach, von Charlotte Kurz von der Pharmazeutischen Zeitung. Und zwar, sie fragt, Herr Bundesgesundheitsminister, wann kommt der erste wirkliche Entwurf zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz? Ist damit weiterhin eine Erhöhung des Kassenabschlags geplant? Und sie bemerkt noch, die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel ist nicht im Ampelkoalitionsvertrag vorgesehen. Warum soll sie jetzt trotzdem kommen? Genau, wir sind in der Vorbereitung also eines GKV-Finanzierungsgesetzes und es wird vorgestellt werden, auch hier in der Bundespressekonferenz, wenn wir soweit sind. Aber zum jetzigen Zeitpunkt macht es keinen Sinn, Zwischenstände vorzutragen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir eine besonders ausgewogene Belastung, die ja notwendig sein wird, planen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, also dass die Krankenkassen das Defizit also von voraussichtlich 16,5, vielleicht 17 Milliarden Euro haben, das also im nächsten Jahr. Das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass die Krankenkassen sich sehr also stark engagieren mussten in der Bewältigung der Covid-Krise. Sie haben Einnahmeneinbrüche gehabt, viele also Leistungen sind über die Krankenkassen abgerechnet worden, die also zusätzlich entstanden sind. Die also Krankenkassen haben daher einen wichtigen Beitrag geleistet dafür, dass wir gut durch die Pandemie gekommen sind. Bisher zumindest. Also wir sind ja nicht durch. Die Pandemie ist nicht zu Ende und der Herbst ist ungewiss. Aber das, was wir bisher geschafft haben, das haben wir auch mit der Hilfe der Krankenkassen geschafft. Und dass den Krankenkassen daher also erhebliche Defizite entstanden haben, das ist der Preis für eine gute Versorgung, von der wir alle profitiert haben. Daher werden wir die also Lasten, die jetzt zu tragen sind, auf viele Schultern verteilen. Dazu zählen Effizienzreserven, dazu zählen Rücklagen der Krankenkassen, dazu zählen zusätzliche Steuermittel, dazu zählt aber auch eine Belastung der Beitragszahler. Wenn das sich auf diese vier Bereiche verteilt, dann bekommen wir da eine faire und gute Verteilung hin und können auch dieses Problem gemeinsam meistern. Dann sehe ich keine Fragen mehr. Wir sind durch mit der Pressekonferenz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Jona, Herr Wieler, Herr Lauterbach fürs Kommen und schließe die Pressekonferenz.